Hallo Uhrenfreunde, wir treffen uns schon wieder hier. Wir haben ja die TFG Trend Panda Edition am schwarzen Band. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil wir hier so ein echt bulliges Auftreten haben. Ne? Wenig Teile, groß, gerundet, fett. Finde ich fast, dass diese, gut, das Super Engineer 2 ist ja ebenfalls dick und massiv gebaut, aber durch die 5 Reihen wirkt es doch etwas filigraner. Nicht so filigran wie ein Meshband, aber auf jeden Fall feiner. Und ich finde, das hier ist zu fein für diese bullige Uhr, und selbst die 5 Reihen, dieses massiven, das sind wirklich die massivsten Bänder, die ich habe. Die Super Engineer Bänder, die sind super bulky. Aber ich finde, hier passt nicht das Mesh, und das sind vielleicht auch zu viel Glieder oder zu viel Reihen. Ich will aber nicht das schwarze Leder. Das hier passt hier gut. Gefällt mir. Aber schaut mal, was ich hier habe. Noch OVP. Ich glaube, das werden wir jetzt gleich mal auspacken. Das ist auch ein cooles Bundle. Das kommt, es ist schlanker, es ist leichter als ein Super Engineer. Kommt aber trotzdem auch ebenso bullig daher. Nämlich mit diesem Band im President Style. Wir kennen es von Rolex Day-Date Uhren. Die haben Bänder mit diesen 3 Reihen und mit dem eben in der Mitte größeren Reihenglied. Das könnte vielleicht was Passendes sein. Machen wir es mal auf. Halten wir es mal dran. Die Seiten sind hochglanzpoliert. Jede Menge verschraubte Glieder, die man rausnehmen kann. Ich werde wahrscheinlich wieder so, was nehme ich da immer raus? 3 Stück raus, ne? Und dann hat man hier noch die Feinjustierung. Wäre das vielleicht nicht was? Ranzoom. Was meint ihr? Sieht das gut aus? 3 Reihen, aber nicht das typische Oyster Bracelet, sondern im President Style. Das könnte doch echt cool kommen. Wie sieht das auf der Kamera aus? Trägt halt so ein bisschen dem Gehäuse Rechnung, weil das wirklich bullig ist, ne? Wenn man das mal hier daneben hält. Das ist eine 40er Linette auf einer 39er Uhr. Durch die Linette wirkt das Ziffernblatt ja noch mal kleiner. Hier verlieren wir nicht ganz so viel, aber wir haben trotzdem hier eine massive Stahllinette drauf auf dem Gehäuse. Aber es wirkt nicht so kompakt wie mit einer Drehlinette, sondern größeres Zifferblatt. Ne? Wenn man das hier so misst, was hat das Ziffernblatt so in? Ich sag mal so 28 mm. Was sind wir hier mal von der 3 zu 6? Ja, mal so 34 mm. 6 mm mal locker. Größeres Ziffernblatt. Da wirkt die schon noch einen Tacken wuchtiger als die Squale, obwohl auf der viel mehr los ist. Ja, aber ich denke, so ein President Band könnte noch was sein. Ja, komm. Packen wir es aus, kürzen wir es, schrauben wir es dran. Und lassen uns von TFG eine Rechnung schicken. Das ist schon das
vierte Strapcord-Band, das ich hier kaufen muss. Also ESO 69, vielen Dank noch dafür. Ich sammle ja nichts. Es ist ja immer ein Kommen und ein Gehen, aber Strapcord-Bänder, die vermehren sich irgendwie. Das ist das Einzige, was ich irgendwie das Gefühl habe, was ich sammle. Also, ich mache mal hier die Folie weg. Nehme mal wahrscheinlich wieder zwei, drei Glieder raus. Und dann schauen wir mal, wie das President-Band so wirkt. Ja, ist schon nicht schlecht. So ein paar Bänder kann man immer mal ein bisschen damit spielen. Band ist gekürzt und ging sehr leicht mit diesen Schrauben. Nicht wundern, das ist nicht kaputt, sondern die Schrauben sind hier oben nochmal. Ja, sieht aus, wie wenn es hohl wäre und innen mit einem Draht befestigt. Das ist hier flexibel, die Schraube an der Achse, damit das eben, selbst wenn es sich verkantet, richtig schrauben lässt. Ne? Und selbst wenn es abbrechen würde, ist nicht das Problem, einfach Stift rein. Der kann ja nicht auf der anderen Seite durchfallen und reinschrauben, denn auf der anderen Seite sind diese Glieder geschlossen. Das ist sehr gut gelöstes System, muss ich sagen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kurz, wie sonst immer. Wenn man es dann dran hat, muss man es nochmal wegmachen. Okay, das ist wieder oben. Ich muss jedes Mal nachgucken. So, da kommen wieder die dicken Monster-Fett-Federstege da rein. Von hier hatten wir so viel Spiel, dass wir es auf der einen Seite schon ansetzen konnten. Oh ja, das sieht ja geil aus. Das ist eine schöne Kombi, weil können wir sie durchdrehen, jawohl. Die Federstege lassen sich durchdrehen. Hier haben wir auch keine zusätzliche Beschichtung, die irgendwie hängen bleiben würde. Also hier haben wir mal so 2/10 Luft. Das ist sehr schön. Ich liebe diese Strapcoat-Bänder. Und sie haben denselben farbmatten, gebürsteten Farbton, abgesehen von den polierten Flanken. Aber die fallen gar nicht großartig ins Gewicht. Und jetzt wirkt das auch richtig schön, das bulkige des dreigliedrigen Bandes mit dem Gehäuse. Also jetzt brauchen wir nochmal Mikrofaser. Die werden wir wieder anders voller Fingerabdrücke. So, bevor ich sie sauber mache, sollte ich sie vielleicht mal anprobieren. Nicht, dass ich hier zu wenig Luft habe. Passt wie angeschnitten. Ich habe auch keinen Spielraum mehr mit Mikroverstärkung. Ich bin schon im dritten. Aber es hat noch Luft. Aber jetzt ist ein kühler Abend. An einem heißen Sommertag sieht das dann anders aus. Da kann sein, dass man da vielleicht sogar mal doch nochmal ein Bandglied reinmachen muss. Und dann über die Mikroverstellung. Aber wir lassen es mal so. Es geht ja momentan. Ja, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Jupp, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So, würde ich mal sagen, dann tragen wir die mal so Probe. Rest machen wir weg. Jetzt nehmen wir ein bisschen ran für ein schönes Schlussbild. Muss ja sein, brauchen wir ja immer schön eins. Dann würde ich mal sagen, schreibt mal drunter, was wäre eure favorisierte Bandlösung. Mesh, President, Oyster, Jubilee oder doch Super Engineer. Ja, es gibt schon Unterschiede mit den Uhren. Da passt einfach nicht jedes Band an jede Uhr. Da muss man manchmal ein bisschen mit spielen, bis man eine perfekte Kombination gefunden hat. So, würde ich aber mal sagen, das reicht für heute. Und wir sehen uns, nein, so, das ist immer eine Kunst hier, damit das auf dem Bild nachher auch schön aussieht. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns demnächst wieder in diesem Kino. Ach ja, und wenn jemand Interesse hat an zwei Strapcoat-Bänder,
schwarzes und silbernes Super Engineer. Geht wohl zurück in den Gierkreislauf, da ich ja wohl hier wieder das neue passende Band gefunden habe. Okay, wer Interesse hat, schreibt mir eine Mail. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye bye.